Weil das Basel Fasnacht war, sind wir bei zwei Laternenmolen schauen, was sie machen, wenn sie nicht gerade eine Laterne molen. Und mache ich dann dieser Technik ganz viele Sachen. Unter anderem jetzt zum Beispiel eben der Sessel hier. Also ich habe vor 20 Jahren habe ich angefangen zu kaschieren. Nämlich jetzt genau, wie ist es her. Der Larvenmacher ist auch so ein Ort, wo ja, es handelt sich um die Fasnacht und es ist alles ein bisschen locker, man duzt sich auch. Und bei den auch, also hat er mal die Autos entwickelt, als meine Kinder klein waren. Also was ich im Moment plane, ist, dass eigentlich nach wie vor die Fasnacht ein Standbein soll sein. Dass ich mich wahnsinnig darum bemühe, Dings zu machen. Promotionsfiguren für die Werbung, da habe ich auch gerade letztens einen schönen Auftrag gehabt. Und Möbel nach wie vor, also verrückte Sachen. Der nächste Sessel ist eigentlich schon gezeichnet. Ich muss noch irgendwie noch mal Zeit finden, um den zu machen. Gell? Also was ich gerne würde, dass ich habe ja schon mal ein Pavillon gebaut, das sagen wir jetzt mal 90% Papier. Das war ein Pavillon von 60 Quadratmeter. 90% Papier, also hat er natürlich aus Sicherheitsgründen eine Metallkonstruktion gehabt. Und schon ist eigentlich alles aus Papier oder respektive aus Karton gebaut. Und dort ist mir eigentlich so die Idee gekommen, ich würde wahnsinnig gerne ein Kartonhaus bauen. Ich würde sagen, so als Papierverkleber, als Papierdesigner, wäre das eigentlich so der Höhepunkt von dem, was man kann, so kapiert mit dem Papier. Aber was ich eigentlich wirklich will, am liebsten, das ist natürlich mit der Malerei. Das ist natürlich meine liebste Arbeit, die ich mache. Also das ist so und so, dass man schaut und versteht. Dann muss man nur noch das Handwerk beherrschen. Also man kann schon schnell engagieren, meine Damen und Herren. Aber ich muss jetzt hier von dieser Seite, damit er filmen kann. Nach dem Tom Martin sind wir noch Michele Keppel in seinem Atelier besuchen. Der Michele hat erzählt, dass Laternenmalen noch wenig mit seiner Arbeit unter dem Jahr zu tun hat. Das einzige Gemeinsame ist dreidimensionale Arbeiten und die konzeptionelle Arbeit. Sonst schafft er mit Sound- und Lichtmalerei. Leben tut er auch von Auftragsfotografie. Dort hat er die letzte Kunstband fotografiert. Er hat auch als Fotilehrer an der Steiner Schule geschafft. Und hat auch viel Wettbewerb gemacht und einige davon gewonnen. Sein Sinn fürs Dreidimensionale kommt von der Malerei. Er hat einige Jahre in Finnland gelebt und hat dort eine spezielle Sprache entwickelt, die stark im Kontext mit der Natur gestanden ist. Diese Sprache hat man hier aber nicht verstanden. Darum hat er nach einer neuen Sprache gesucht, die mit der Urbanität der Stadt zu tun hat. Es hat sich eine Mischform entwickelt zwischen Natur und Urbanität. Daraus sind Objekte mit Naturstrukturen in extrem urbanem Material, Silikon, entstanden. Das hat er weiterentwickelt zu Installationen in profanem Plastik. In der Elisabethenkirche in Basel hat er dann dreidimensionale Plastikbilder geschaffen. Für die Arbeit mit dem Plastik hat er auch immer die Fotografie gebraucht. Diese Fotografie hat sich dann verselbstständigt. Heute macht er vor allem Fotogramm. Er fotografiert Wasser ohne Kamera, ohne Objektiv. Der Michele malt auch mit Licht und verbindet das mit seinen Soundgeschichten. Licht als Performance, wo die Zuschauer Teil der Aktion sind. Aber das Resultat sieht man erst in der Fotografie.